und Jäger. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die aufteile. Oder beide auf einen erstmal, dann sind sie schnell weg, oder? Well? Du greifst hier What an. You need? Wir machen den zusammen fertig. Oh nein. Okay. Oh fuck, das ist ein Bogenschütze. Ich habe mir gerade mal überlegt, wir lenken den Angriff What is it? Doch um. Manche sind Waffe oder ein Zauber einfach nicht geeignet, um den Schadensreaktion des Feindes zu durchdringen, wenn der Angriff ein Treffer hemmt. Ne? Also Schadensreduktion, jetzt kommt's aber. Heute kommt kein anderes Spiel, nein. Okay, jetzt muss ich praktisch gucken, mit was ich geblockt werde und dann. Ach du Schande. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal Raserei. Kann ich das hier? Wie mache ich das? Rechtsklick für Details. Ah, dann kann ich mir noch durchlesen, okay. Ich muss ich hier Drag and Drop oder was? Wie läuft das ab? Oh, der brennt. Okay, gleich kaputt, oder? Moment mal, Moment mal, Moment, da haben wir irgendwie einen Heiltrank. Wie viele Flaschen Wein ich pro Woche trinke? Also maximal eine, denke ich mal so. Also übers Wochenende eigentlich. Inventar, Inventar, Inventar. Haben wir denn irgendwie einen Trank oder sowas? Wir haben ja gar nichts im Inventar, außer hier die Beeren. Mist. Und du? Wenn ich das richtig sehe, ist doch mein Held hier so gut wie am Arsch. Ach, du meinst hier das Grüne ist die HP? Sehe ich das denn irgendwo? Gesundheit. Ach so, wir sind noch gut. Was ist denn das? Ach, das ist bestimmt die Ausdauer. Okay, alles klar. Ich dachte schon hier, ich wäre jetzt am Arsch. Okay. Autsch, wenn der Ausdauer eines Krummlings auf Null sinkt, wird er bewusstlos. Er kann nicht länger kämpfen. Gewinnt eure Gruppe. Die Ausdauer regeneriert sich zwar nach dem Kampf, gesundet jedoch nicht. Behalte die Anzeige links neben dem Charakterporträt im Auge, um zu verhindern, dass du verstümmelt oder getötet wirst. Ich will nicht verstümmelt werden. Sprechen mit Kalissia. Hilf mir. Hilf mir, Kalissia. Was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwie abbrechen? Dann ist ja Kalissia, oder? Bin ich tot? Liege ich da? Oh, ich liege da. Und nu? Ah, der hat sich da hingelegt. So, jetzt looten wir erstmal hier. Warte mal kurz. Machen wir ins Lager. Was ist denn das? Die Lampe hat gar nichts zu sagen, ne? Gut, gehen wir dann ins Lager zurück. Ah, ich bin auch wieder gut. Die Ausdauer ist. Oh, das ist der nächste. Oh, das Lager ist überfallen worden, die Schweine! Denn da hat jeder Brandpfeil oder was ist da los? Jawohl, auf die Fratz. Hat er nichts fallen lassen?
Nein, überall massakrierte Überreste. Sie haben unser komplettes Lager. Ausgeschreckt, mit aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie, gespickt mit Pfeilen und Messerstichen auf dem blutig, blutgedrängten Boden. Kalisha führt den Handrücken zu ihrem Handmund und... als ob sie schrecken wie die giftigen Dämpfer. Ach du Scheiße, die haben das komplette Lager. Was, er hat was fallen lassen? Guck ich gleich. Über den Gefallenen steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfen steigend ihre Äxte aus... Was? Nochmal. Die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfen steigend ihre Äxte aus den Körpern reißen, als ob sie in zwei gespaltene Holzköpfe wären. Holzklötze wären. Sie bereiten sich darauf vor, euch den ausgedehnten Haufen unter den Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang, kräftig und mit einem stattlich verknoteten Bart ausgestattet, hält einen Mann, den du als Heodan kennst, den letzten Überlebenden seiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Scheiße, sag ich mal. Leg deine Waffe nieder, Eindringling. Verwirke nicht dein Leben dieses Mannes für seinen Kampf, den du verlieren möchtest. Unsere Hände haben grünlich besudelt. Männer von einer... Was? Wissen. Ist das jetzt ein Hinweis, dass ich mein Wissen einsetzen kann? Mörder. Ich nutze jetzt mal das Wissen. Deine Worte, was, du hast nur einen Rang in der okay. Deine Worte machen keinen Eindruck auf mich, da ich die Wahrheit mit eigenen Augen gesehen habe. Diese Störung muss mit Blut abgegolten werden. Ach du Güte, die wollen jetzt... Leck mich am Arsch. Also ich sage nochmal, leg deine Waffen nieder. Will nicht, ich will kämpfen. Die wollen uns alle töten, ja, da gehe ich auch davon aus. Was können wir denn alles sagen? Gut, lass ihn gehen. Aha, okay. Er glaubt an der Schand der Kette, dass er die Ruinen schützen sollen. Bewaffnet bleiben. Wenn ich meine Waffe ablege, sind wir alle tot. Genau. Wir sind mal Realist. Ihr seid eh schon alle tot. Die Götter verlangen, dass Buß getan wird. Für was denn? Was haben wir denn getan? Nur weil wir die Bären geholt haben? Nein, der hat ihn erschlagen. Der Körper zuckt noch ein letztes Mal krampfartig. Der Mann beginnt seinen Sturmangriff mit erhobener Axt. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Okay. Und nu? Shit, gegen drei. Ob wir das überleben? Haben wir denn nicht irgendwie was, was... Keine Ahnung, Atomraketen... Das ist hier unser Typ, oder? Ja, das ist niemand. Das ist einer. Das ist wieder ein Jäger. Also ich bin ja dafür, dass wir direkt auf den Jäger losgehen. Jäger losgehen. Die schlagen alle auf die Tussi ein. Erstmal auf den hier. Hätte ich die Energie von meinem Ziel sehen? Und jetzt hier drauf. Los, mach ihn platt. Schwein! Ihr habt ihn getötet. Oh, liegt aber sehr unanständig da. Hat aber Unterbuchs an. Des Aufstehens nicht mehr fähig, liegt dein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchender, unbeständigen Atemzügen. Er schaut nicht dich an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns! Angesichts seines erstickten Säufers, kaum hörbar, wirbelte ein flüsternder Windstoß in die Luft auf. Und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Als seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht, ich bin bereit, wahrscheinlich nach Valhalla zu gehen. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, vorbei... Wobei er explosiv mit voller Wucht Wurzeln aus Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er die langsam unter die Haut fährt. Und du bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt und wo der Wind durchbricht. Fühlt es sich an, als ob er dich von innen zerreißen würde. Ist wie ein Buch, oder? Finde ich geil. Finde ich echt geil.
Inmitten des heulenden Mahlstroms bewegt sich Odema, der mit Schnittwunden über der Brust und Bauch sitzend an der Wand, an einem Wagenrad lehnt. Mit kaum geöffneten Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Oh, scheiße. Get inside! Run! Oh. Schnell rein. Oh, wir haben den nicht gelootet. Oh, es geht nie ab. Du stemmst dich gegen den Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht, und krallst dich in den Furchen eines verwitterten Felsens fest. Dann beginnst du dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit deinem letzten Energieschub über den Felsvorsprung. Im Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob das Mark aus deinen Knochen geschüttelt wird. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er die Verbindung lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. Mann, 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 coole Sache. Aber sowas zu Let's Playen, als Livestream finde ich es ganz cool, aber Let's Playen ist schwierig, oh. Nein, wir sollen nicht tot sein. Wir haben überlebt, Mädel. We can't stay here. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Yes. Lass uns weiter reingehen. Hier, das ist eingestürzt. Hier oben gehen wir hin. I'll take care of it. Krasse Höhle. Können wir es untersuchen? Eine niedere Ebene der Ruinen würde von den abfallenden Trümmern blockiert. Okay. So, da können wir nicht hin. Können wir hier irgendwas aufnehmen? Nee. Hi, Cedus. Ja, das ist auch sowas wie der inoffizielle Nachfolger von Baldur's Gate. Might be a lot of vermin taking shelter here. Four-legged if we're lucky, two if not. Mal eine Frage zwischendurch. Hört ihr den Ton gut vom Spiel? Also Musik und Ton und so weiter. Passt das alles für euch? Würde mich nur kurz interessieren, bevor ich hier weitermache. Dann könnte ich nämlich den Ingame-Sound auch zur Not noch ein bisschen lauter machen. Vom Pegel her sieht es bei mir ganz gut aus. Also vom Pegel her sehe ich, dass es eigentlich passen müsste. Vielen Dank für den Host. Genau, richtig, perfekter Ton. Sehr gut. So, wir müssen hier vorsichtig sein. Was ist da draußen passiert? Das würde ich auch gerne wissen. Kalicia schüttelt den Kopf. Windsturm, und zwar von der Sorte, wie es sie nur in Eiglanfeth gibt. Das ist nicht von vielen Leuten überlebt. Da sie nicht von vielen Leuten überlebt werden, weiß man kaum, was wahr ist. Das glanfatanische Wort ist Biwak. Für sie ist es der Weg der Götter, jene Seelen des Landes zu ernten, die aus dem Ausweg nicht alleine finden konnten. Aber sie nehmen lebende Seelen gleichermaßen mit wie Tote. Tote. Hast du deine noch? Ob ich meine Seele noch hab? Wer weiß. Hab ich meine Seele noch? Wer hat uns denn da angegriffen? Clan Fatana, das wäre dann die Hüttenbewohner, von denen dich Odema gewarnt hat, sahen nach Fangzähnen von Galavain aus, den reizbarsten aller Stämme. Sie ziehen mit dem Ziel, Kolonisten zu bekämpfen, von Ruine zu Ruine. Arme Odema, ich glaube, er hat es fast erwartet, nachdem wir die Hauptstraße aus den Augen verloren hatten. So, wir werden in die Ruine, also die hier, diese Glan Fatana haben wohl gemeint, wir haben irgendwie ihre Ruine entwürdigt. Nee, wie sagt man das? Beschmutzt. Das glaube ich einfach nicht. Odema hätte es niemals gestattet. Die Fänge mögen ja durchaus Hitzköpfe sein, aber generell greifen Glan Fatana doch nicht ohne Provokation an. Entweder haben sie etwas gesehen und falsch aufgefasst, oder sie blickt den vorausliegenden Weg hinab. Unter uns befinden sich Plünderer. Das ist etwas, das jetzt gar nicht gebrauchen könnte. Na gut, sind ja alle tot. Also wenn sie nicht der Plünderer ist und wir nicht, Was mit den anderen in unserer Karawane? Kalicia presst die Lippen zusammen und ihr Kinn kräuselt sich. Sie spricht mit schwacher Stimme. Jetzt hat sie das Rad erwischt.
Sie blickt auf, möge ihnen die Götter in den nächsten Leben mehr Glück gewähren. Also sind leider alle tot, so wie es aussieht. Das scheint dich aber alles nicht besonders aufzuregen. Kalisa schaut dir direkt in die Augen und sagt mit einem unbeständigen Unterton in der Stimme, vielleicht kennst du mich auch nur nicht gut genug, um zu wissen, wie aufgeregt aussieht. Außerdem, vielleicht habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. In der Tat, und ich bin trotzdem wieder weitergegangen, weil man sonst nichts anderes tun kann und weil es noch andere Leute gibt, die dir etwas bedeuten und dich noch brauchen. Alle mal husten. Dann lass uns mal losziehen. Nee, ich hätte es auf einen Dialog bezogen. Lass uns die Höhle erforschen. Hust-Hype! Okay. Jemand anderes ist schon hier gewesen. Oh, da ist eine Kiste. Was haben wir denn hier? Campingbedarf. Ist doch immer praktisch. Rastvorräte. Damit kannst du dich in der Wildnis oder im Verliesen ausruhen. Und die Fähigkeiten... Ah. Okay. Streitkolben. Hammer und Meißel. Gibt es eigentlich irgendwie hier ein Inventar? Ja. Ah ja, kann man die Dinger hin und her schieben? So, jetzt lass mal kurz gucken. Wir haben hier einen Einhänder... Der hat Schaden von 14 bis 20 und eine Axt auch 14 bis 20. Was hat die Keule? Ah, der vergleicht das direkt. Das ist natürlich praktisch. Auch 14 bis 20. Brauchen wir das ja nicht austauschen. Und sie? Sie hat eine Fackel. Die ist 8 bis 13. 13 bis 19. Moment, 13 bis 19 hatte das bei uns nicht andere Werte? Ja, die Waffen haben anscheinend aufgrund unserer Fähigkeiten unterschiedliche Entwicklungen. Was? Frag mal die Entwickler, ob unseren Zuschauern einen Rabattcode schenken. Nee, 33 Euro ohne Steuern. Was? Ohne Steuern, mit Steuern 40. Ich kann da also, glaube ich wohl eher nicht. Aber ich glaube, wer das Spiel... ich glaube, wenn man viel Spaß an solchen Spielen hat und dann ist das sehr umfangreich. Ich denke mir, das Spiel hat einen riesigen Umfang und wird euch lange fesseln. Und wenn ich jetzt überlege, welche Spiele ich schon ausgegeben habe, die mich nur kurz fesseln, dann ist sicher hier so ein Spiel sein Geld wert. Also, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen. So, haben wir noch was? Rüstung. 5. Leichte Rüstung. Bringt nichts. Tränke. Hammer und Meißel. Rechtsklick für Details. Okay, was... Können wir vielleicht unsere Memoiren hier in Stein schlagen. Einen Amethyst haben wir. Und einen vollen Trinkschlauch. Achso, da haben wir ja am Wasser haben wir jetzt geholt. So. Quatsch. Sonst ist hier nichts mehr. Das hat man schon, gell? Ja. Da haben wir noch ein Schild. Und eine Fackel. Nehmen wir natürlich auch mit. Du wirst sicher in die 80 Stunden Spielspaß haben. Ich denke auch. Also das ist ja so ein RPG, ist ja sehr umfangreich. Das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich nicht Let's Playen kann. Also. Das ist einfach zu schnell. Was? Modus mit deaktiviert. Schneller Modus mit deaktiviert. Habe ich da irgendwas? Jetzt der normale Modus. Was habe ich denn hier gemacht? S, langsamer Modus. Nach unten. W, macht nichts. D ist das. Okay, wir laufen ganz normal. Genau, schaut euch noch ein paar andere Videos an von Leuten, die das eventuell auch noch Let's Playen. Immer ein bisschen kleiner. Wenn wir vom Bild sehen. Der östliche Abschnitt ist ein gefährlicher Ort voller lauter Feinde und sorgfältig verborgenen Geheimnissen. Aktiviere den Speermodus, um dich unauffällig zu bewegen. Speermodus, das hat man doch hier unten irgendwo. Keeping an eye out. Keeping an eye out. Those tiles look suspicious. Let's be careful. Okay. Denn hier ist ein Tor, oder? Those symbols, just like the tiles.
Okay. Auf dieser Säule ist ein gestalteter Kreis eingraviert. In dem Fuß steht ein unangezündeter Feuerschall. Du könntest sie anzünden, wenn die Mittel da zur Verfügung stehen. Kreis. Was ist hier? Ineinander geschlungene Ringe. Wirbelndes Symbol. Dreiteiliges Symbol. Ja, woher soll ich jetzt wissen, welches wir anzünden sollen? Soll ich mal eins anzünden? Was meint ihr? Aligniertes Symbol und ein gewähltes Symbol. Und nu? Einfach anzünden, darauf hoffen, dass nichts passiert. Oder alle anzünden. Zünde mal die goldene Mitte an, ha? Huh? Okay. Und hat sich was verändert? Ah, vielleicht muss man hier einen Weg freimachen. Schade, dass man die Symbole nicht so gut erkennt. Oder müssen wir einfach näher ran? Gekringeltes. Hier ist ein Kringel. Ich mach mal den Kringel an. Müssen wir einfach alle anzünden? Kann das sein? Im Moment habe ich ja gar keinen Hinweis, in welche Richtung. Können wir mal einfach mal alle an. Was soll's? Irgendwas wird schon passieren. So. Kommen wir jetzt hier rüber, oder? Wir können hier entlang laufen. Die Frage, müssen wir die wahrscheinlich einzeln dahin schicken, oder? Okay. What you need? Du gehst mal hier vor. Well, of course. Fresh air in here. I think we found an exit. Sounds like the storm passed too. What is it? Okay, okay, okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich nein, wir gehen hier. Care of it. Nur eine Spinne. Scheiß drauf, wir greifen an. Dieser langsame Motor, das will ich nicht. Schon kaputt. Nichts zum Einsammeln, ha? Soll ich direkt raus? Ach komm, wir erkunden noch ein bisschen. Ui, was bist denn du? Skulpturwelpe. Was mich ein bisschen irritiert, dass ich überhaupt nicht sehe, wie stark die zum Beispiel sind. Upp, der hat nicht viel ausgehalten. Kaputt. As you wish. Können wir auch nichts machen, oder? Nö. Passiert nichts. Hier gibt's nicht mehr. Nee.
Mach sie platt, die Spinne! Das war zügig, ja. Hier geht's raus. Hier gucken wir nochmal drüben. Da ist jemand Totes. Ein Helm. Okay. Seid ihr noch da? Der Chat ist heute so still. Die Silhouetten von vier Gestalten stehen vor einem überweltlichen Apparat, einer uralten Struktur aus gemeißeltem Adra mit metallischen Adern, rätselhaft ominös und wie ein stiller Beobachter bedrohlich aufragend. Ihr seid noch da. Regungslos in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie ein Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sich fast besinnlich anzusehen. An deinem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nichts gesehen werden. Das Gesicht einer der Gestalten ist von Weitem sichtbar. Es wird von langen Locken, öligen, grauen Haaren eingerahmt, das an den Enden dunkel getönt ist. Ein dichter Bart scheint außerdem sämtliche Gefühlsregung zu verdecken. Seine verblichene Robe ist mit einer Art Runenschrift bestrickt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast, und auf seinem Kopf trägt einer seine seltsame schwarze Kopfbedeckung. Auf der links und rechts wie die Flügel einer gottlosen und bösartigen Kreatur jeweils eine Ausbuchtung hervorsteht. Das ist bestimmt ein Priester. Okay. Oathbinder, bear witness and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Okay. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. So eine schöne Sprache. Oh, was macht der jetzt hier? Okay. Einen Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still. Dann aber eruptiert er plötzlich mit einem erschütternden Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du auf dem Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinem Hinterkopf auffallenden Schmerzen verwaschen deinen letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen, an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände von Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike. Oder Pike, na, ist ja nicht Englisch. Deren schimmernde Textur die Illusion grenzender Tiefe erschafft. Die Säule wird von einem Apparat umringt, der dem du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen. Vielleicht die Arbeit eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstandes. Deine Gedanken gehören dir, aber dann auch wieder nicht. Und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen. Dringliche Fragen, beunruhigende Fragen, Fragen, die beantwortet werden müssen. Sonst
Am Fuße der Säule siehst du einen Mann mit dichtem grauen Bart, der mit einer zeremoniellen Robe bekleidet ist. Seine öligen Haare werden von einer schwarzen Kapuze und einem seltsamen dekorativen Kopfbewegung verborgen. Du kennst diesen Mann. Du gehst nun eilig auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn fragen, eine über allem stehende Frage, und diese Frage, die dir wie verrückt in deinem Verstand, geht dir wie verrückt in deinem Verstand um. Nein, sie ist tot. Als du aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist, aber dafür mit etwas weitaus Bestürzung ersetzt wurden. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Rande deines Sichtfelds siehst du die huschenden Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keinerlei Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick wie ein unfreiwilliges Muskelzucken hin und her schießt. Sollte das eine Krankheit sein? So ist es vermutlich gefährlich, sich länger Zeit unbehandelt zu lassen. Die Gestalten bei der Maschine scheinen auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurden durch die Schlacke und Asche ersetzt. Von dem der Mann sie anführte, ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Du siehst Kalisa in kurzer Entfernung mit deinem Gesicht nach unten liefern. So, vielleicht übersetzt, liegen wahrscheinlich, oder? F und G liegt nah beieinander, ja. Liegen, und unter deinem Kopf befindet sich eine Blutlache. Durch ihre Lippen fährt kein Atem mehr. Oh je, Kalisha ist tot. Du bist ganz alleine und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Goldtal könnte deine beste und einzige Chance auf eine Behandlung sein, bevor sich deine Situation verschlechtert. Wir haben Kalisha verloren. Mann, 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 Mann. Nun gut, ich würde mal eine ganz kurze Pause einlegen. Wie lange haben wir denn? Wir haben doch dann eine Dreiviertelstunde. Ganz kurzes Päuslein hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann gleich wieder und dann machen wir noch ein bisschen weiter für die nächsten 40 Minuten. Bis gleich.